Meinung zu kommen und willkommen zurück zu nochmal einer Folge der Adekos. Ja, da es jetzt wieder sehr leckhaft war, wollte ich es einfach nochmal machen, wenn es mir kompliziert wird. Und ja, ich würde jetzt einfach nochmal das neue Update vorstellen. Skyz ist unter dem anderen Video, hat SWD-Team kommentiert, also nochmal auf Englisch: Thanks very much that you comment at this video that I make before this. It's very cool. Ja, genau. Ich werde jetzt einfach nochmal hier das zeigen, weil hier läuft es viel flüssiger. Oh, ich kann es immer noch nicht glauben, dass die kommentiert haben. Das ist, oh. Naja. Halten wir uns nicht zu lange damit auf, sondern lieber hiermit. Genau. Also ich kann ja mal kurz hier einmal alles zeigen, was es neu gibt. Und ich habe auch gelesen, dass es Dalek-Schiffe gibt, die aber schon im Update davor rausgekommen sind. Die habe ich noch nie gesehen. Aber naja. Wir suchen uns hier mal kurz eine schöne Fläche und machen hier mal ganz kurz Item-Cheating an, damit ich hier andere Richtung bitte den hier nehmen kann. Ja, also als neuen Mobs haben wir erstmal den Wehren. Der saugt einem das Leben in Survival aus. Ich glaube, ich kann das auch mit Mobs hier machen. Wartet mal. Ne, greift euch an. Okay. Dann der Sea Devil. Ich weiß gar nicht, aus welcher Episode war der denn? Der Sandman, der spawnt auf Vortis, glaube ich, sogar auch. Hallo. Der Yeti. Der. Ja, du spawnst, glaube ich, auf Gallifrey. Nicht auf Gallifrey. Auf Transylor? Weiß ich gar nicht. Der Monoid. Habe ich jetzt. Ich weiß nicht, ob der in Abstaffel 9 war? Weiß ich nicht. Sonst habe ich den noch nie gesehen. Dann haben wir hier einen weißen Roboter. Die ganz kleinen Roboter. Ja, aus den damaligen Staffeln. So, dann haben wir hier noch den Exxon. Die sind, meine ich, aus. Oh, sind die da aus dem mit dem lebenden Fleisch? Ich weiß es nicht. Und zu guter Letzt noch eine Cybercow. Ja, siehst du, was passiert mit dir? Ha. Okay, dann, das waren ungefähr alle neuen Mobs, glaube ich. Holen wir uns hier mal den Schlüssel, den Taleskey, genau. Was natürlich auch nicht fehlen darf. Ah, stimmt, die haben ja noch gar nicht gezeigt. Oh, guck mal, können wir noch mehr machen heute. Und zwar sind das hier die Gravestones. Das Geile an denen ist, die spawnen halt auch auf Gallifrey. Das ist dann aus dem der Name des Doktors, also the name of the doctor auf Englisch. Genau, dann haben wir noch das große Grave und da spawnen halt immer random Namen von Leuten aus dem Film, sag ich schon, aus der Serie oder von den Mitgliedern. Haben wir hier einen aus dem Martha Jones zum Beispiel. Oder Rose Tyler, genau. Sarah Jane war da gerade. Bill Potts. Also ganz viele. Ja. Also wenn man einen Friedhof bauen möchte, kann man jetzt auf jeden Fall das machen. Genau. Dann holen wir uns mal kurz nochmal einen Stasis Cube, damit ich euch das jetzt mal ordentlich zeigen kann.
Komm mal her. Dankeschön. Wir bauen jetzt hier einfach eine schöne. Konstruktion. So, passt mal auf. Jetzt machen wir den hier Nummer 1 und Nummer 2. Jetzt müssen wir natürlich den Stasis Cube in der Hand halten. Slash Stasis Cube complete. Nehmen wir jetzt mal ZZ. Und tun jetzt das Painting. Einfach irgendwo hin, wo es niemanden stört, sagen wir es mal so, damit wir auch keine Blöcke haben, die uns hier stören. Ah ja, okay, wir sehen zumindest einen Baum. Also so ganz, da wieder so nicht richtig hinbekommen. Aber ihr wisst, wie es funktioniert. Genau. Dann holen wir uns erstmal einen Schaltschraubenzieher, den brauchen wir nämlich. Hier. Oh, wobei, wir können auch einfach Sonic Shades nehmen. Regenerieren wollen wir uns auch nochmal. Brauchen wir auch. Handless kennen wir ja. Jetzt brauche ich schon wieder die Koordinaten von dem Winterdorf. Das war da, glaube ich, minus 59, 64. Und, Minus 59, 64. Minus 9, ja, wir gucken auf jeden Fall gleich mal. Erstmal holen wir uns eine schöne TARDIS. Welche nehmen wir denn? Also meine Lieblings-TARDIS, my favorite TARDIS. Ich mache das, falls SWD-Team auch nochmal mitguckt. Ich packe euch deren Webseite in die Videobeschreibung. My favorite ist. Komm, wo ist sie? Nee. Was? Tempus? Wartet mal. Ich muss auch kurz gucken. Nee, Tempus war es nicht. Ich meine, eine von dunklen war es. One of the Dark. Naja, ich nehme die hier einfach. Das war die von. Also Darkwood. Darkwood erinnert mich irgendwie ein bisschen an Torchwood. Behalten wir mal. Und wählen das Interior von. Koral. Ja, Koral haben sie nämlich geupdatet. Das haben sie ein bisschen geändert. Ich nehme hier finde ich schön. Von Roof Tardis. Ja. Oh. Darkwood ist blöd. Darkwood ist not so. RGB Police Box. Hey. Wobei, eigentlich ist ja hier, ne? DAD wäre. Ah, wobei. Wo ist denn die vom Cushing-Doktor? Cushing, Cushing, Cushing? Cushing, Cushing. Bei Cushing ist. Da finde ich die Fenster so schön, weil man da durchgucken kann. Yes. Cushing Doctor's TARDIS ist the best. Ich könnte mich da durchgucken. Hoi. A question for SVD Team. You can open the door from outside that you can look in. But from the inside you can open both doors. Why I can't open both from the outside? That is a little bit strange. But
I understand when it's. Oh, it's that door. Bei dieser Tür habt ihr immer, dass es beide direkt aufgehen. Also, das finde ich auch nicht so schlecht. So schlecht, genau. Da ist Monitor. Genau, mit Mausrad könnt ihr die wieder wegmachen. Das wollte ich mir nicht mal gezeigt haben. Also, minus 59, 64 and the last was, was war das letzte? Was war das letzte? Mensch. Ich guck nochmal kurz, was das letzte war. Wir sehen es gleich wieder. Okay, ich hab's jetzt. Es ist 326. Genau. Machen wir das nochmal. Wir müssen jetzt mal das Tensorlohr. Aber ich finde schön, ich finde das echt schön. Also das Overlay hier, das haben sie echt schön bekommen. Schön neu überarbeitet. Und ja, auf den Mode gehen wir gleich nochmal. 64 und 3,2. 7 probiere ich jetzt mal. So. Where is the flight lever? Wo ist der Flight Lever? Da ist einer. Die sind blöd. Die sind cool. Das frage ich mich auch, ob der Sound ge laut genug ist. Ja, okay, sollte laut genug sein. Und so. Aber das. So, Flight Panel kennen wir ja jetzt. Oh. Mit diesem Buggy. Es buggt nicht mehr rum. Wobei, ich weiß ja nicht, ob die. Würde ich jetzt das zweite Video auch nochmal gucken. Ja, würde mich aber freuen. Naja. Aus der Tür. Ah, aus der Tür können wir es nicht sehen, ne? Ich mache jetzt einfach den hier. Ich mag die Tür irgendwie. Die hat was. Okay, dann landen wir mal. Oh, lol. Das ist so strange. Wenn man so zwei Portale hätte. Naja. Gehen wir mal raus. Und dann haben wir hier schön Weihnachten. Ist ein bisschen laggy vom One Moment. So, jetzt sehen wir Weihnachten auch in seiner ganzen Pracht. Hä? Ach, lol. Wenn ihr F1 drückt, habt ihr auch hier. Hui, cool. Ja, that's Weihnachten. Wunderschön. Aber haben die dann auch den. Oh. Wäre cool, wenn ihr den Wooden Cyberman noch mit einbaut. Das wäre ein mega nice. Oh. Salmon Crafter, oh, find seeds, whole land, find water, plant seeds. Cool. Also, ihr könnt ja echt schön, sag ich mal, spielen, muss ich schon sagen.
Mega nice. Oh. Ja, das ist hier Weihnachten, ne? So, und wenn wir jetzt mal hier in diese Richtung fliegen, sehen wir schon, es gibt auch einen kleinen Wald. Ah, hier seid ihr. Hier sind die, sage ich doch, die Spawn of Trenzalore. Da hinten ist dann das schwarze Biom, das kennt ihr ja auch. Und da sind auch die Gravestones. Also. So, dann sehen wir auch ein bisschen was. Wo ist denn hier das Biom? Komm, hier sind schon ein paar Daleks. Oh, it's a little bit laggy. Aber auch nur ein kleines bisschen. So, ich habe hier ganz normale Bäume noch außen rum. So, ich suche gerade das Biom, wo. Ja, wo ist es denn? Oh, hier sind sie aber am Kämpfen. Hallo. Ja. Also ihr seht, das Biom ist riesig. Also. Huch. Halleluja. Ja gut, dann. Ah, jetzt waren auch die Dinger. Okay. Kann ich hier Slash Locate Buyer machen? Nee, geht nicht. Schade. Ah, hier. Oh, hier seht ihr es. Also, hier landen auch Schiffe. Vom Zeit des Doktors war es, glaube ich. Hieß es so? Kann sein. Damit so Armor und Steel ein bisschen. Hallo. Ja, auf jeden Fall spawnen hier halt verschiedene Schiffe auch noch, die hier gelandet, um, sage ich mal, anzugreifen, nachdem der Schutzschild ja deaktiviert war. Genau, die sind hier überall verstreut. Es gibt ganz viele unterschiedliche. Von jeder möglichen Lebensart, von Daleks, Cybermen, whatever. Huch, 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 huch. Ja. Das ist dann. Oh, hier sind aber echt viele Oas. Schaut euch das mal an. Oh. Da, die Silence. Moinsen. Greift zum Beispiel auch da alles an. Ja. K9 ist ja das Beste. Angreifen. Ja. Greift ihn an. Ach, wieso sollten die Silence angreifen? Die waren ja später unser Verbündeter. Erst waren sie unser Gegner, dann unser Verbündeter. Ja. Guck mal, machen wir hier nochmal hier schön. I love the stream regenerations, Alter. Es ist so geil. Es ist halt so wirklich treu an Doctor Who. Das ist unglaublich. Na komm. Und hier ist dann halt das normale Schneebiom wieder. Es gibt, glaube ich, 3 bis 4 Biome. Das kann sein. Ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal über zu. Ach, das finde ich geil, dass es sich da oben bewegt. Das ist so schön. Fliegen wir mal weiter. Und zwar jetzt wieder auf dem Mond. Oh, ja, das wollte ich jetzt euch auch nochmal zeigen, endlich, jetzt wo das geht. Passt mal auf, was meine Hunde jetzt machen. Geht es nicht mit? Schade. Geht das denn hier mit,
Ups. Ist ja die Frage. Wir gucken einfach mal. Das Geile ist, wenn ihr euch hier drin regeneriert, passt mal auf. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Dann passiert auch noch was Geiles. Ja, dann gehen wir jetzt gleich nochmal auf den Mond, um euch zu zeigen. Ich habe die Welt ja frisch generiert, dass ihr immer bei dieser Raumkapsel landet. Was ich jetzt mache, wenn ich jetzt fliege. Oh, ich dachte, die ist kaputt. Wartet mal. Ach, ich muss sie... Elite Weapon. RPG, Alter. Passt mal auf. Da und total ist es beschädigt. Er versucht jetzt da zu landen, geht aber nicht. Weil er sehr beschädigt ist. So, passt mal auf. Also, er kann jetzt schon landen, aber eigentlich würde sie weggehen. Wenn ich jetzt nämlich das Flight Panel benutze. Oh, gutes Feature. Ja, ihr seht. Ich habe meine Hände von der Tastatur. Die fliegt, wie sie möchte. Da sie nur noch einen Helfer hat. Ja. Das ist schon... Also, ihr könnt das halt nicht wirklich kontrollieren. Ihr könnt da nicht gegensteuern oder so. Ihr könnt das Einzige, was wir machen können, ist... Genau. So, und wenn ihr jetzt Koordinaten auswählt, passt mal auf. Da, Mond, safe. Koordinaten machen wir jetzt mal auf 90, damit wir auch schön an die Oberwelt kommen. Wäre ich ja fast hier aus der Welt gefallen. So, wieder landen bitte. Steht hier nämlich total zersplittert frei. So. Ihr seht, wir sind nicht bei der Raumstation. Sondern ein bisschen woanders. Von unserem Ziel. Aber ist nicht schlimm. Irgendwann findet ihr sie. Aber gebt euch einfach mal, das ist so schön gemacht. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, alles Neue. Außer, dass wir jetzt, wie gesagt, ein paar Texturen erneuert haben. Oh, was ich jetzt natürlich nicht ausgetestet habe, ob ich jetzt mit dem Stasis Cube das Bild von der Erde einfangen kann. Das wäre ja mal gut zu wissen. Mal auf. Wir markieren jetzt nämlich hier eben diese beiden Bereiche. Stellen jetzt hier einfach hier eine Flagge hin. Na, komm hier. Na ja, Bereich 2. Stellen uns jetzt hier vor. Machen Stasis Cube Complete mit TT. Nehmen uns jetzt hier Body Painting. Dankeschön. Und schon sollten wir eigentlich... Ja, so geht es natürlich auch. Jetzt sehen wir hier die Flagge, die da steht.
Nein! Och Gott, ey. Ist doch nicht wahr. Dankeschön. Da ist die Flagge. Wunderschön. Wenn ich sie jetzt nämlich hier abbaue, sollte sie, glaube ich, trotzdem da sein. Ja, das ist ja ein eingefrorenes Bild. Rein theoretisch könntet ihr Gallifrey damit auch einfrieren. Also, ne? Naja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Machen wir uns hier. Komm, wir nehmen wir denn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao. Leute, Augenblick. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen merkwürdig ist, aber. Mann, jetzt versau ich's.